Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem heute etwas spezielleren Im Gespräch mit. Unser Thema lautet Schutz vor Einbruch. Wie können wir unsere Wohnung, unser Haus sicherer machen? Es ist bekannt, dass derzeit die Einbruchszahlen ansteigen. Ich habe irgendwo gefunden, alle 3 Minuten wird in Deutschland eingebrochen. Und wir wollen natürlich darüber sprechen, jetzt gerade auch vor der Urlaubszeit. Wer könnte uns besser informieren als die Polizei? Wir freuen uns, dass wir einen ausgewiesenen Experten hier haben. Herr Kaiser, herzlich willkommen. Guten Tag, Herr Steck. Und Sie sind beim Polizeipräsidium Reutlingen, da muss ich genau gucken, Abteilung Prävention, kriminalpolizeiliche Beratungsstelle. Ganz genau. Heißt es so. Ganz genau. Wir fangen auch heute trotzdem ein bisschen persönlich an. Wie sind Sie zur Polizei gekommen? Ich bin 1995, habe ich gestartet in Göppingen bei einer Polizeischule, habe dann die Möglichkeit gekriegt zu studieren an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen. Nach dem Studium war ich dann 12 Jahre im operativen Bereich tätig, unter anderem 5 Jahre als Dienstgruppenleiter im Streifendienst beim Polizeirevier Nürtingen. Dann bin ich gewechselt zum Führungs- und Einsatzstab der Polizeiaktion Esslingen. Dann kam es zur Polizeireform, wie ja weitläufig bekannt ist. Ich bin nach Reutlingen gewechselt, zur Direktion Reviere, dort in die Führungsgruppe und habe auf diesem Umweg jetzt meinen Weg zum Referat Prävention gefunden, wunschgemäß, muss man dazu sagen, bin dort in der Kriminalpolizei und Beratungsstelle jetzt tätig. Wir fangen an mit Zahlen, Daten, Fakten, Bestandsaufnahme. Sie haben Esslingen ja auch angesprochen. Ist es richtig, dass da der Anstieg der Einbrüche 68% war im letzten Jahr? Ist die Tendenz weiter steigend? Also wir hatten vom Jahr 2013 auf 2014 hatten wir so einen hohen Anstieg in Esslingen. Man muss aber dazu sagen, ich muss Ihnen etwas widersprechen, also was Sie in der Einleitung gesagt haben. Wir haben jetzt von 2014 auf 2015 leichten Rückgang gehabt. 2014 waren es 1045 Zahlen, 2015 waren es 984. Das Also ist ja erfreulich. ein Rückgang von 6%. Wir ruhen uns aber nicht darauf aus, auf diesen Zahlen, selbstverständlich. Wir haben eine Ermittlungsgruppe beim Polizeipräsidium Reutlingen eingerichtet. Es sind Spezialisten, die sich wirklich nur um dieses Deliktsfeld kümmern. Und auch wir im Referat Prävention haben unsere Beratung und Vorträge eigentlich eher noch intensiviert in dem Bereich. Es ist immer noch sehr viel. Und gehen wir einfach mal ein bisschen systematisch vor. Wer sind die Täter? Wie gehen Sie vor? Täter ist natürlich schwierig zu sagen. Man liest in der Presse oft, dass es osteuropäische Tätergruppierungen sind. Ich kann das soweit bestätigen, dass es tatsächlich reisende Tätergruppen sind, meistens. Das zeigen auch die Festnahmen der letzten Zeit. Aber da die Aufklärungsquote nicht annähernd 100% ist, kann man natürlich nicht sagen, was diese anderen Taten, die nicht aufgeklärt werden, wer da die Täter waren. Die Aufklärungsquote sind eher niedrig, also 10, 15%. Ich habe Thüringer 30% gefunden, das ist wenig. Liegt circa tatsächlich bei 10% bei uns im Präsidiumsbereich. Das liegt aber daran, weil in Thüringen eventuell auch ein Großverfahren dann abgeschlossen wurde, wo sehr viele Taten zugeordnet werden konnten. Wann wird hauptsächlich eingebrochen? Man denkt wahrscheinlich nachts. Eigentlich rund um die Uhr. Nachts eher weniger sogar. Also der Täter möchte definitiv keinen Kontakt zum Besitzer der Wohnung oder des Hauses haben. Natürlich die dunkle Jahreszeit, die Zeit 16 bis 21 Uhr ist die Haupteinbruchszeit, weil der Täter einfach gleich sieht, ob jemand da ist oder nicht. Brennt Licht oder brennt kein Licht, da kein Kontakt möchte. Aber wir haben auch Einbrüche morgens, wenn die Leute noch in die Arbeit gehen oder zum Einkaufen genauso. Sprechen wir ein bisschen über Schutzhauswohnungen. Welche Häuser, Wohnungen sind besonders gefährdet? Das kann man grundsätzlich nicht sagen. Wir haben Einbrüche in Mehrfamilienhäuser, in großen Wohnanlagen, wir haben Einbrüche in Doppelhaushälften, genauso wie in nagelneuen, ganz großen Villen. Also relativ wahllos. Was macht es besonders leicht, beispielsweise, Sie haben es angesprochen, Abwesenheit festzustellen und einzubrechen? Die Abwesenheit festzustellen, sehen Sie, können Sie selber feststellen im Sommer, zum Beispiel wenn die Leute alle in Urlaub gehen und ihre Rollläden komplett runterlassen. Damit signalisieren Sie natürlich Abwesenheit, dass Sie nicht da sind, weil keiner sitzt am helllichten Tag, wenn es nicht gerade 40 Grad hat, in einer verdunkelten Wohnung, das ist keine Frage. Genauso die Briefkästen, die überquellen, ist ein Klassiker, deswegen sollte man die leeren lassen. Oder dann halt in der dunklen Jahreszeit, an der Haupteinbruchszeit, das fehlende Licht in der Wohnung zu der Zeit, wenn man vielleicht noch beim Einkaufen ist. Was sind die häufigsten Schwachstellen von Wohnung und Haus? Das kann man so pauschal nicht sagen. Also wir haben im Einfamilienhaus ist es so, dass zu 10% die Haustüren angegangen werden, zu 80% die Fenster und Fenstertüren. Im Mehrfamilienhaus ist etwas anders. Da haben wir eine Zahl von 47% circa die Wohnungstür und 53% die Fenster und Fenstertüren. Wenn es Mehrfamilienhaus kommt, man muss sehr, sehr leicht in den Flurbereich rein. Aufgrund von brandschutzrechtlichen Verordnungen, dass man zum Beispiel die Tiefgarage als Fluchtweg ins Haus belassen muss,
oder weil die Hauseingangstüren meist nicht verschlossen werden können, auch weil es ein Fluchtweg ist für die Leute, die oben wohnen. Gebrüder Bader ist Ihr Zentrum für Einbruchschutz in Reutlingen-Altenburg. Zertifiziert vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg. www.gebrüder-bader.com. Wieder sind die Einbruchszahlen um 9,9% gestiegen. Oft ist es nicht der materielle Verlust, unter dem die Opfer noch lange leiden, sondern die psychischen Belastungen wie Angstzustände und Schlafstörungen. Sichern Sie Ihr Zuhause, wir helfen Ihnen dabei. Einbruchschutz Weiß in Gammertingen. Haus für Sicherheit ist Ihr Sicherheitsfachgeschäft in Reutlingen. Als anerkannter Errichterbetrieb sorgen wir für die fachgerechte Montage von einbruchhemmenden Nachrüstprodukten für Fenster und Türen. Haus für Sicherheit. www.wirsichernreutlingen.de. Ist die Sicherheit der Fenster das Wichtigste? Nicht unbedingt. Also man muss, denke ich, man darf sich keine Sicherheitslücke lassen. So wie ich Ihnen vorher gesagt habe, wir haben Einbrüche in Fenster, Fenstertüren, aber auch natürlich Zugangstüren, also Haustüren oder Wohnungstüren. Wenn man sich irgendeine Sicherheitslücke lassen würde, wäre es natürlich mehr als ärgerlich, wenn man genau an dieser Lücke der Einbrecher reinkommt. Was muss ich denn konkret machen? Den Türgriff abschließbar, andere Scheibe oder Fenster komplett auswechseln? Nein, es geht erstmal darum, welches Fenster ist überhaupt relevant. Relevant sind die Fenster, die erreichbar sind. Der Täter braucht eigentlich einen festen Stand, also er hebelt ungern von der Leiter. Fester Stand hat er natürlich überall im Erdgeschossbereich, aber auch wenn er zum Beispiel leicht auf den Balkon aufsteigen kann, zum Beispiel mit einem Fallrohr, und dann da oben in Ruhe hebeln kann. Und dann geht es wieder darum, das Fenster, wie alt ist das Fenster, wenn es natürlich schon energetisch nicht mehr wirksam ist, schon durchzieht im Winter, dann empfehlen wir tatsächlich ein neues Element, das dann entsprechend einbruchshemmend ausgestattet ist. Sie können aber die meisten Fenster auch nachrüsten oder alle Fenster nachrüsten, entweder durch eine innenliegende Nachrüstung, das heißt, Ihr Beschlag, der nicht sicher ist, wird gewechselt, da kommt ein Sicherheitsbeschlag rein mit den sogenannten Pilzkopfzapfen, die zugehörigen Schließstücke. Oder es gibt die Möglichkeit, wenn es nicht machbar ist, weil die Fenster noch älter sind, etwas aufzuschrauben, eine Sicherung. Wie kann man die Türen sicherer machen? Bei den Türen ist so, dass eigentlich eine Tür im Gesamten betrachtet werden muss. Also eine Tür muss stabil sein vom Türblatt her, von der Zarge, es muss zueinander passen. Sie brauchen Schutzbeschlag und ganz wichtig, die Schwachstelle ist meistens das Schließblech und die Bänder. Da haben Sie die Möglichkeit, die Bänder zum Beispiel zu sichern mit Hintergreifhaken. Also ein Band hält das Gewicht der Tür nach unten und nach vorne, wenn Sie öffnen, meist aber nicht in der Horizontalen, wenn gehebelt wird. Das heißt, da gibt es so Haken, die fahren ineinander mechanisch, wenn Sie schließen. Und dann werden die Bänder in der Horizontalen gesichert. Stabilität bekommen Sie dadurch. Und das Schließblech vorne, wenn Sie ein Mauerwerk anschließend an die Zarge haben, gibt es Winkelschließbleche, die in der Mauer verankert werden. Wenn ein Glaselement kommt, gibt es verlängerte Schließbleche, die mehrfach verschraubt sind. Was bringen die Alarmanlagen? Alarmanlagen sind gut, keine Frage, haben auch ihre Berechtigung. Wir sagen aber immer in Ergänzung zur Mechanik, weil Alarmanlage, Einbruch-Meldeanlage, die meldet Einbruch, dann ist er eigentlich schon passiert. Mhm. Unser Ziel ist natürlich, den Täter komplett draußen zu halten. Deswegen muss die Mechanik passen. Aber in manchen Objekten, gerade wenn es außerhalb liegen oder wenn ein Sammler wohnt, der Waffen sammelt oder Antiquitäten und große Werte hat, dann ist es natürlich alternativlos eine Alarmanlage. Also Alarmanlagen sind sehr gut, aber bitte in Ergänzung zur Mechanik. Was sind die größten Irrtümer und Fehler? Stichwort Scheinsicherheit. Ja, Scheinsicherheit sind diese Geschichten, wenn man meint, man lebt sicher und das trifft leider nicht zu. Das haben wir zum Beispiel mit Rollläden. Man hört ganz arg oft, ich lasse jeden Abend meine Rollläden runter, mir kann nichts passieren, mein Haus ist sicher. Aber Rollläden können sehr, sehr leicht entnommen werden oder demontiert werden. Und mit dem Rollladen, runtergelassenen Rollladen, signalisieren sie, wie gesagt, ihre Abwesenheit. Das nächste wären Bewegungsmelder zum Beispiel. Bewegungsmelder ums Haus machen auch sehr, sehr viele. Wenn es den Täter tatsächlich stört, macht er ihn kaputt oder macht das Licht kaputt. Wenn es ihn nicht stört, weil er vorher gesehen hat, dass er ungestört arbeiten kann, dann freut er sich, dass er Licht hat. Jetzt ist das Ding passiert. Was ist nach einem erfolgten Einbruch zu beachten? Nach einem erfolgten Einbruch wäre ganz wichtig, dass Sie sofort die Polizei informieren über 110. Bitte nichts anfassen, nichts verändern, keine Spuren verwischen. Einfach für das Haus verlassen und warten, bis die Polizei kommt und dann die qualifizierte Tatortarbeit dann auch durchführt.
Sie sollten dann natürlich Scheckkarten sperren lassen, wenn welche entwendet wurden. Das können Sie dann auch relativ zeitnah machen. Vielleicht im Vorfeld gäbe es zu sagen, im Vorfeld sich vielleicht einen Ordner anlegen, wo man sämtliche Wertsachen, vor allem Schmuck, dann aufführt. Mit Foto? Fotos am besten, vielleicht wiegen, beschreiben, dass man einfach nachher was hat für die Versicherung, dass die es entsprechend regulieren kann. Gibt es eigentlich, man hat ja bei der energetischen Sanierung, gibt es ja so eine staatliche Förderung. Gibt es das beim Einbruchsschutz auch, wenn ich da was mache? Ja, bislang gab es nur für die energetische Sanierung oder für dieses altersgerechte Umbau, also Barrierefreiheit, hat man einen Zuschuss gekriegt. Seit 19. November letzten Jahres gibt es tatsächlich für Einbruchschutz. Das heißt, Sie müssten dann, wenn Sie vorhaben, was zu tun, den Kostenvoranschlag bei der KfW-Bank einreichen. Der wird dann genehmigt. Nach der Maßnahme können Sie dann die Rechnung einreichen. Sie kriegen dann 10% von der Rechnungssumme erstattet. Allerdings nur, wenn der Gesamtbetrag zwischen 2.000 und 15.000 Euro liegt. 2.000 und 15.000? Genau. Und was ist für ein normales Einfamilienhaus an Kosten da anfällig, der jetzt normale Erdgeschossfenster hat, eine Tür, wo abends der Schlüssel stecken lässt? Das kann man so pauschal nicht sagen. Es kommt an, wie tatsächlich gesichert werden soll. Durch diese Aufschraubsicherung, durch die innenliegende Nachrüstung, ob man der Tür was machen muss. Aber 2.000 Euro erreicht man leider sehr, sehr schnell. Herr Kaiser, wir sind leider schon am Ende der Sendung, aber ich möchte am Schluss vielleicht noch im Sinne eines Fazits, wie würden Sie es zusammenfassen? Ich möchte im Fazit eigentlich ganz kurz noch auf den Opferschutz eingehen. Das ist ein ganz, ganz wesentliches Thema für uns. Also es kann sich keiner vorstellen, der selbst nicht Geschädigter war, was es heißt, wenn in seinem privaten Intimbereich gewühlt wurde. Und die Täter gehen immer zuerst ins Schlafzimmer, weil dort wird Schmuck, Uhren und Bargeld gelagert meistens, dann noch im Badezimmer, wo der Schmuck abgelegt wird. Wenn dann einer in der Familie ein Problem damit hatte danach, wir vermitteln natürlich Opferhilfeeinrichtungen und Traumaambulanzen, aber wir haben leider eine statistische Erfassung, dass 10%, über 10% mittlerweile von den Geschädigten nach einem Einbruch ihre Immobilie verkaufen oder einen Mietvertrag kündigen und wegziehen, weil sie dort nicht mehr nächtigen können. Deswegen denke ich, man muss unbedingt was tun. Wir von der Polizei bieten diese Beratung an, die völlig individuell und neutral sind. Das heißt, wir kommen zu den Leuten nach Hause, begehen mit denen das Haus, erstellen eine Schwachstellenanalyse und sagen ihnen, wo man tatsächlich was machen kann, auch mit sehr pragmatischen Lösungsansätzen. Jetzt habe ich natürlich da Kritik schon gehört, dass es ziemlich lang dauert, bis man so einen Termin kriegt. Ja, das ist richtig. Also das liegt aber einfach daran, es ist kostenlos für den Bürger und es ist auch eine Grundlage für später, wenn man mit dem Handwerker in Kontakt tritt. Also wir haben aufgrund dieser vielen Anfragen, wir sind vier Kollegen, die momentan eigentlich nichts anderes machen. Letztes Jahr hatten wir 1.800 Beratungen. Wir sind jetzt dieses Jahr mittlerweile schon bei 1.200 Beratungen, nur im Präsidiumsbereich Reutlingen. Und deswegen haben wir eine Wartezeit circa von zwischen 2 und 4 Monaten, im Winter natürlich mehr. Wobei man sagen muss, Geschädigte, die einbruchsgeschädigt sind, kriegen immer sehr zeitnah einen Termin, innerhalb von wenigen Tagen, 2, 3 Tagen. Herr Kaiser, herzlichen Dank. Liebe Zuschauer, denken Sie nicht, bei Ihnen könnte nichts passieren. Lassen Sie sich beraten, am besten bei der Polizei, vielleicht rechtzeitig anmelden, wenn es halt ein bisschen dauert. Ich danke für Ihr Interesse, auf Wiedersehen.